Herzlich willkommen zu einem weiteren kurzen Erklärvideo zur Lehr- und Lernplattform Lernsachs. Heute möchten wir Ihnen zeigen, wie man sich zum ersten Mal auf der Lernsachs-Plattform anmeldet. Bitte öffnen Sie dazu Ihren Browser auf dem PC und geben Sie lernsachs.de in das Adressfenster ein. Sie kommen dann auf die hier dargestellte Seite. In der rechten oberen Ecke finden Sie den Login-Knopf, um sich anzumelden. Bitte betätigen Sie diesen. Auf der neuen Seite geben Sie dann die E-Mail-Adresse ein, die Sie als Nutzernamen von Ihrem Lernsachs-Administrator erhalten haben, und eine Zeile tiefer Ihr vom Administrator erhaltenes Passwort. Nach dem Klick auf Einloggen werden Sie dann auf Ihre private Startseite weitergeleitet. Hier werden Sie zunächst darum gebeten, die allgemeinen Geschäftsbedingungen und die Datenschutzerklärung zur Kenntnis zu nehmen und dies mit einem Häkchen in dem jeweiligen Kästchen zu quittieren. Nach einem Klick auf Ich stimme zu, werden Sie gebeten, Ihre persönlichen Daten zu vervollständigen. Sie geben dann Ihren Vor- und Zunamen in die dafür vorgesehenen Felder ein und können sich entscheiden, ob Ihr Profil freigegeben werden soll. Wenn Sie das nicht möchten, klicken Sie Nein an, dann wird nur Ihr angezeigter Name wie oben angegeben erscheinen. Wenn Sie Ihr Profil freigeben, erscheint dann Ihr Vor- und Zunahme im System. Weiter unten sollen Sie dann eine systemfremde E-Mail-Adresse eingeben, die zum Beispiel zum Zurücksetzen des Passworts oder für Benachrichtigungen genutzt werden kann. Keine Angst, Sie können in den Einstellungen spezifizieren, wofür Sie benachrichtigt werden wollen. Sie klicken dann auf Daten speichern und gelangen auf die folgende Seite, auf der Sie aufgefordert werden, Ihr bisheriges Passwort aus Sicherheitsgründen zu ändern. Sie geben dann ein neues Passwort mit mindestens 8 Zeichen und Zahlen ein. Dieses wiederholen Sie noch einmal und klicken dann auf Speichern. Jetzt gelangen Sie zu Ihrer Hauptübersicht, die sich von nun an jedes Mal zuerst öffnet, wenn Sie sich in Lernsachs einloggen. Hier erhalten Sie einen Überblick über Ihre Mails und sonstigen Nachrichten und über Einträge in Ihrem Kalender. Wir hoffen, das Video hat Ihnen geholfen. Wenn sich Fragen ergeben, bitte einfach in die Kommentare zu diesem Video schreiben. Diese finden Sie, wenn Sie auf der Seite etwas runterscrollen. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute!